Die Linke, Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir als Linke kämpfen seit vielen Jahren für die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, und deswegen stimmen wir heute dem Gesetz der Bundesregierung auch zu. Aber wenn Sie ehrlich wären, würden Sie das Gesetz nicht nur Mindestlohnerhöhungsgesetz, sondern auch prekäre Beschäftigung Ausweitungsgesetz nennen, denn Sie verstecken hinter diesem schönen Namen die gleichzeitige Ausweitung von Minijobs, und das lehnen wir entschieden ab. Und darüber lassen wir heute auch getrennt und namentlich abstimmen, denn Wahlkampfversprechen sind das eine, aber wie heißt es so schön, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Und es ist mittlerweile mehrfach belegt, Minijobs verdrängen reguläre Jobs, sie sind nicht sozial abgesichert, man kann von ihnen nicht leben, und insbesondere Frauen verbleiben nach wie vor in der Teilzeitfalle. Minijobs sind und bleiben arbeitsmarktpolitisch und gleichstellungspolitisch ein völliger Irrweg. Der Preis für die Erhöhung des Mindestlohns ist also sehr hoch. Sorgen Sie als Bundesregierung dann wenigstens dafür, dass die 12 Euro bei den Menschen auch ankommen. Millionen Beschäftigte werden schon jetzt um den ihnen zustehenden Lohn betrogen. Und um das deutlich zu machen, was das bedeutet: Wir reden hier über Beschäftigte mit Armutslöhnen, die selbst um die mickrigen 9,82 Euro pro Stunde noch geprellt werden. Und das ist doch wirklich skandalös. Und Sie glauben doch nicht im Ernst, dass bei einer Erhöhung dann weniger betrogen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein. Deswegen brauchen wir mehr und wirkungsvollere Kontrollen. Und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gesprochen. Das sind diejenigen, die für die Kontrollen zuständig sind. Und habe sie gefragt, was braucht ihr für eure Arbeit? Und sie haben gesagt, sie brauchen eine tagesaktuelle, manipulationssichere Arbeitszeiterfassung. Genau das, was Sie wieder aus Ihrem Gesetzentwurf rausgestrichen haben. Damit nehmen Sie Mindestlohnbetrug billigend in Kauf. Und das ist völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren. Und an die Adresse derjenigen, die hier immer rumnölen und behaupten, die Erhöhung des Mindestlohns sei ein Eingriff in die Tarifautonomie. Eine kurze Erklärung, warum wir eine gesetzliche Lohnuntergrenze brauchen. Es war die Politik einer ganz großen Schwampel. Ja, sie waren alle daran beteiligt, von Rot über Grün über Gelb bis nach Schwarz, die prekäre Beschäftigung gefördert und die Gewerkschaften geschwächt hat. Und deswegen ist es jetzt nötig, dass wir eine Lohnuntergrenze haben. Und brauchen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass die anvisierte, konzertierte Aktion nicht dazu führt, dass man Gewerkschaften wieder Lohnverzicht predigt, weil wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen ordentliche Lohnerhöhungen. Bei aller Kritik abschließend: Der Mindestlohnerhöhung ist eine gute Sache. Legen Sie jetzt bei den Kontrollen nach. Unsere Vorschläge dazu finden Sie in unserem Antrag. Und dann haben Sie uns auch hier als Unterstützung an Ihrer Seite. Vielen Dank. Nächster Redner.